Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Ich befinde mich hier gerade in der Stadt und vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich habe keine Effekte mehr. Es liegt daran, dass hier jetzt immer häufiger Mobs spawnen. Vor allem mit einem neuen Mod, den ich reingenommen habe. Und ja. Also, was ich jetzt machen wollte, ich hatte die U-Bahn fertiggestellt. Ich habe auch die Abzweigung und alles. Hier, da könnt ihr nämlich jetzt da auswählen, ob ihr hier, wenn ich den Schalter jetzt zum Beispiel umlege, dann würden wir jetzt, müssen wir da hinfahren, aussteigen, dann würden wir da landen und das Minecart würde gegen Kaktus gehen, wie und da rein. Und so fahren wir halt weiter und ich zeige euch das jetzt mal gerade eben von der anderen Seite nochmal. So, hier fahren wir drüber. Und so fahren wir halt jetzt wieder schön in unsere Stadt. In unser neues Stadtteil. Was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, sind die Häuser. Die hatte Watts freundlicherweise errichtet. Und der Tunnel hier wird natürlich noch ausgebaut. Aber das machen wir nicht. Diese Folge, ich möchte euch jetzt auch nur kurz zeigen, weil heute haben wir was anderes vor. Das Villager-Dorf werden wir nicht bauen. Das werdet ihr gleich verstehen. So, hier. Und jetzt ist die Weiche zum Beispiel, seht ihr, könnten wir drüber fahren. Wollen wir aber nicht. Das heißt, wir klicken hier hin, steigen jetzt aus und das fährt hier runter gegen den Kaktus da unten. Hier muss ich die Technik noch einbauen, aber Scheiße, haben wir hier überhaupt Minecraft? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir können zurücklaufen. Oder komme ich da? Ne, da unten komme ich nicht mehr rein. Auf jeden Fall ist das halt so die Technik, die ich hier habe. Ah, wenn wir jetzt hier eh schon lang laufen, kann ich euch noch was zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar wird bald etwas Fabelhaftes geschehen. Und zwar gehen wir hier rein. Hier haben wir einen Weg. Den habe ich gegraben. Und dann kommen wir nämlich hier aus. So, da ist ein Steg. Ihr seht das hier schon. Und hier werden Schiffe anlegen. Hier kann ich dann nach da fahren. Da hinten ist ein Sumpfbiom. Das wird natürlich auch noch alles schöner gemacht. Allerdings nicht jetzt. Wir haben noch genügend Zeit dafür. Und ja, ich habe heute erstmal ein paar Folgen wieder hochgeladen. Ich bin ja am Vorproduzieren. Und heute ist mir dann aufgefallen, oh, planmäßig ist die letzte Folge online gekommen. Habe ich natürlich die vorproduzierten Folgen direkt hochgeladen. Hier nehme ich mein Schwert in die Hand. So, weil jetzt da, den meinte ich zum Beispiel. Oh fuck. Und den können wir nur bekämpfen, wenn es keine Direktheilung gibt. Alter, der ist ja immer richtig schwer zu treffen. Alter, ich werde sowas von verrecken. Boah, Gott sei Dank nicht. So, und der hat jetzt zum Beispiel eine Waffe gedroppt. Boah, ich muss mich erstmal hochheilen. So, das ist eine Makro-PM. Hier können wir auch zielen und so. Und die benötigt zum Beispiel 10er, 9mm Magazine, eine Feuerrate von Semi, Typ Pistole. Und wir haben jetzt noch einen Schuss da drin. Und das ist halt ein geiler Mod, den ich hier mit reingenommen habe. Vor allem, ich finde die Animation, wie ich die Hände so richtig halte, geil. Ich habe mir den auch mal angeguckt, es gibt da so viel. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Gasmaske, weil ich habe offscreen hier jemanden geschlachtet. Alter, wie viele Zombies kommen da? Nein, das tue ich mir nicht. So. Weil dann haben wir auch anständige Fernkampfwaffen und nicht nur so Pfeile. Von daher, wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Ich glaube hier, ne? Ja, da vorne sind. Ja, und zwar wollen wir ein neues Haus bauen. Ich bin mit dem Berg nicht zufrieden, mit den Chunkfehlern, da ist viel zu wenig Platz. Ich kann da nicht wirklich viel bauen. Oben das Gebäude ist mal richtig verkackt. Lol. Was ist denn das hier? Lol. Okay, gut. Naja,
Schwert wieder natürlich in die Hand. Und dann müssen wir hier durchkraxeln durch diesen Spalt. Dann seht ihr vorne schon ein paar Streben. Da kommt unser Haus hin. Und ich persönlich finde das echt einen geilen Ort. Das ist der Ort, den wir gesehen hatten, als wir oben die eine Ebene ausgehoben hatten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ja, wir müssen hier lang. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch ein paar Zombies sind, aber naja. So, wir haben jetzt hier leider eine erhöhte Kriminalität. Da müssen wir dann demnächst mal gegen vorgehen. Exempel statuieren, indem wir sie erschießen. Ich werde auch Schilder dann aufstellen, dass jeder Bandit, der hier reinkommt. Wo müssen wir jetzt hin? Hier lang. Jeder, der hier reinkommt, erschossen wird. In unsere Stadt. Und da wir die erweitern, werden die früher oder später ausgemerzt sein. Hoffe ich. Hier lang. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Da seht ihr es. Ich muss mal gerade kurz meine. Obwohl. So, hier können wir einfach reinjumpen. So, und hier wird unser Haus gebaut. Das hier ist dann unser Eingang. Da kommt ein großes Fenster hin. Wie ich das hier mache, weiß ich noch nicht. Und hier kommt ein echt geiler Aufzug rein. Derzeit ist er natürlich noch nicht vorhanden. Das bauen wir alles zusammen. Aber ich würde sagen tatsächlich, dass ich offscreen die Base da vorne ausräume komplett. Und hier schon mal ein paar Sachen aufbaue, wie das ME-System, dass wir an unsere Items kommen und alles. Hier wird eine U-Bahn-Station hingebaut. Darum habe ich gesagt, dass die Linie weitergeführt wird. Und ja, guck mal einfach, wie viel Platz wir haben. Hier kommt so Haupt hin, dann kommen da oben die verschiedenen, kommen so ein paar Ebenen rein mit Technik und so. Dann geht es hier ja nochmal weiter. Hier hinten geht es in eine geile Höhle. Dann hier die Gegend ist einfach geil. Hier wächst gerade noch ein bisschen das Gras. Hier wird auch noch was hinkommen. Das verrate ich aber auch nicht, weil das ist ein Mod, den ich noch nicht mit reingenommen habe. Der kommt aber. Hier können wir dann unsere. Können wir hier so eine schöne Halle errichten. Mit ein paar Bänken, dass meine Besucher sich da hinsetzen können. So ein bisschen Natur hier reinbringen. Dann da oben vielleicht so ein Balkon. Und dann unser Haus kommt dann auch hier irgendwo hin. Beziehungsweise es ist ja alles unser Haus. Nur dass wir halt so ein spezifisches vielleicht ganz oben auf dem Berg haben. So, ja, dass wir da ein bisschen thronen können. So, ansonsten die Aussicht zeige ich euch mal gerade eben von hier aus. Da sehen wir hinten den Baum des Lebens. Da unsere alte Base. Wenn man ganz genau hinguckt, da wo das Fadenkreuz jetzt ist, merkt euch die Stelle. Sieht man das Nether Portal. Dann sind da oben Kürbisse. So, und ich persönlich finde die Stelle hier echt geil. Ich habe hier das mir offscreen angeguckt und habe hier auch schon ein bisschen Terra geformt. Weil das hier war hier natürlich nicht alles so gerade. Und dann errichten wir hier eine kleine Farm. So dass die Farm drüben eine städtische Farm ist. Dass die sozusagen ihre Stadt auch selbst verwalten können. Da wird ein Bürgermeister gestellt, beziehungsweise ist Edgar dann der Bürgermeister. Und ja. Also ich persönlich finde das echt geil hier, vor allem mit den Streben, weil das hier dann so noch vollgefüllt wird. Natürlich aus anderem Material, natürlich. Ich baue doch nicht. Auch wenn das Cobblestone mit dem Texture Pack echt geil aussieht. Aber müssen wir mal gucken. Ja, also ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich habe dir heute die U-Bahn gezeigt. In der nächsten Folge habe ich hier hoffentlich dann alles aufgebaut. Das Einzige, was wahrscheinlich noch nicht hier aufgebaut wird, oder provisorisch nur, ist die Siebanlage. Und ja, ansonsten halt meine Frau versuche ich hier rüber zu bekommen. Ah nee, scheiße, die sind gestorben. Stimmt ja, die sind offscreen gestorben, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Kam ein Skelett rein, hab die umgebracht. Das heißt, ich bin wieder Single. Ich suche meine neue Frau. Geil! Nein, Quatsch. Müssen wir mal gucken, ob ich dann noch jemand heirate, weil das Problem ist, ich weiß noch nicht mehr den Namen meiner alten Frau. Den müsste ich vielleicht mal aus den Folgen raussuchen. Dann errichten wir hier auch ein kleines Grab und so für Manuel L. Jackson und Manuel.
Und wie hieß mein Kind? Lena oder so. Ja, ich glaube, Lena hatte ich es genannt. Und ja, meine ganze Familie wurde ausgelöscht hier. Ja, so kann es laufen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.